Zum Pressefrühstück haben die Organisatoren des LE Lauf Event Wolfgang Hirschbeck, Christian Maurer und Andreas Völzer geladen. Am 16. September findet das 14. LE Lauf Event statt. 7 verschiedene Bewerbe werden ausgetragen. Der Hauptlauf wird auch in diesem Jahr wieder 66 Minuten dauern. 10 Musikgruppen, DJs und tolle Moderatoren werden für gute Stimmung an der Laufstrecke sorgen. Pro erlaufenem Kilometer der Teilnehmer werden auch heuer wieder 66 Cent dem Down-Syndrom-Zentrum in Leoben-Hinterberg übergeben. Welche Herausforderungen gibt es noch bis zum Tag X? Ja, natürlich werden wir über Instagram, über Facebook, natürlich über die ganzen Zeitungen, Medien, wo wir als Partner haben, natürlich werden wir natürlich das ausschießen und natürlich sehr viele Leute zum Laufen zu bewegen. Wie groß ist euer Team für das Event? Ja, wir sind circa 65 Leute. Freiwillige Hilfe haben wir da 60 circa dabei, die was uns Gott sei Dank den ganzen Tag über helfen. Und das sind auch 12, 13, 14 Stunden, die was da im Einsatz sind. Und da sind wir sehr froh darüber, dass wir die freiwilligen Helfer dort haben vor Ort. Grußworte zur Veranstaltung kamen von Margit Kaschmiri, Max Erker und Birgit Sandler. Ist der LE-Lauf noch immer eine Herausforderung? Ja, das ist über das ganze Jahr hinweg eine Aufgabe von uns, von Christian, von mir und von Andreas, dass wir uns darum kümmern, dass wir eben die Sponsoren an Land ziehen, dass wir unsere Verlosungspreise an Land ziehen, ja, und dass wir halt Werbung auch über das Jahr hinweg für die Veranstaltung am 16. September machen. Warum 66 Minuten Lauflänge? Ja, ich weiß auch nicht, wie das damals war. Damals war unser Moderator, der Wolfgang Ortner vom Radio Steiermark, und irgendwie sind wir dann zusammengesessen und es hat sich dann irgendwie, wir haben gesagt, wir müssen irgendwas anders machen. Wir wollen, dass man während der Laufveranstaltung nie einer das Gefühl haben muss, dass er der Letzte ist. Und dann haben wir geschaut, wie man das irgendwie bewerkstelligen kann, und dann ist uns das mit der 2-Kilometer-Runde eingefallen und dann haben wir gesagt, ja, aber wie machen wir das, wie beenden wir das, dass das dann wirklich dann keinen Letzten in dem Fall gibt, also optisch Letzten gibt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist einfach die Zeit aus. Und dann haben wir das entwickelt und durchgedacht, wie wir das machen können. Und mittlerweile haben wir schon seit vielen Jahren die 66 Minuten von Leoben. Und das ist ein Highlight in der Sportstadt Leoben. Was könnte beim nächsten Lauf anders sein? Ja, man lernt natürlich schon immer wieder aus den Veranstaltungen für das darauffolgende Jahr. Was war eines der letzten Innovationen, die wir gemacht haben, das war der Inklusionsbewerb bei dem Nordic Walking Lauf rund um Leoben. Also das war uns auch ein Anliegen, sind wir nämlich auch auf das gestoßen, dass es dann Teilnehmer und Teilnehmer gegeben hätten, die dann nicht teilnehmen hätten können, aus welchem Grund auch immer, weil sie beeinträchtigt sind oder nicht so schnell sind oder glauben, sie können aufgrund des Laufes nicht mitmachen. Und da haben wir das entwickelt, dass der Nordic Walking Bewerb eben inklusiv ist und da können die Teilnehmer und Teilnehmer, wie immer sie das wollen, dabei sein. Und das ist unser letztes Event. Und vielleicht schauen wir, dass wir noch das eine oder andere noch hinzuentwickeln. Man ist immer wieder auf der Suche nach zum Beispiel jungen Bands, die mitmachen auf unserer Strecke. Das ist auch zum Beispiel eins unserer Anliegen, dass man einfach die jungen Leute, die Musik machen, irgendwo in einem Keller drinnen, noch nie in die frische Luft heraus, irgendwann was sagen können, was sie können, außer der Familie. Dass die bei uns die Gelegenheit haben, sich quasi zu präsentieren und die Läuferinnen und Läufer anzufeuern entlang der Strecken. Da gibt es noch einen karitativen Zweck zu erwähnen. Ja, 66 Cent pro erlaufenden Kilometer geht an das Down-Syndrom-Zentrum in Leoben-Hinterberg. Da sind wir schon seit vielen Jahren Partner dieser sozialen, tollen Einrichtungen dort. Und dann haben wir noch dabei die Krebshilfe Steiermark, wo man im Zuge der Anmeldung die Möglichkeit hat, eine Spende abzugeben. Und die Lebenshilfe Leoben arbeitet auch bei uns mit, weil die nämlich die Ehrenpreise gestaltet. Was für einen Stellenwert hat dieser LE-Lauf? Also grundsätzlich ist es einmal von einem Lauf zu einem Event worden, das sagt ja schon alles. Sie tragen eigentlich unseren Namen als Sportstadt nach außen. Das heißt, es hat natürlich eine Auswirkung, dass Tourismus und Sportbegeisterte zu uns kommen. Es hat auch
das muss man auch sagen, für die Innenstadt natürlich die Auswirkung, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen dort konsumieren. Das heißt, das ist schon ein wirtschaftlicher Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Als LE-Lauf gibt es jetzt das 14. Mal. Und wenn man sich das anschaut, wie sich die Zahlen entwickelt haben, dann muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf das, was die, vor allem diese drei Burschen mit dem ganzen Organisationsteam da geschaffen haben. Und ich hoffe, dass die Entwicklung weitergeht, dass es sich genauso gut entwickelt wie die Stadt Leoben. Wir sind ja auch relativ konstant von den Einwohnerzahlen und von den Wirtschaftszahlen. Und daher wäre das gut, wenn wir uns beide in die gleiche Richtung weiterentwickeln.